hier ist das Radio Lotte Mammut Mobilmikrofon. Mit Kultureindrücken aus unserer Stadt. Tutto è bene, quello che finisce bene, tutto è bene. Also, das heißt auf Italienisch und dann übersetzt, wer weiß es? Gut auf jeden Fall. Irgendwas mit gut. Mit gut hat es zu tun. Alles gut, würde ich sagen. Ja, alles wird. Alles wird gut. Richtig. Das Wort ist nicht richtig. Das kennen wir ja auch in Deutsch. Und heute Abend haben wir aber was ganz Besonderes da. Alles wird seltsam. Seltsam. Wir tauchen ein in die Anderswelten. Wir befinden uns zwar jetzt körperlich hier momentan gerade in Weimar, aber es könnte ja auch sein, dass sich hier ja noch andere Welten um uns herum befinden. Das war nämlich unser Thema, als wir uns heute begrüßt haben. Wolle und Holger Seltsam haben sich in Frankfurt kennengelernt und stammen beide, der eine stammt aus. Aus Frankfurt. Aus Frankfurt wiederum, genau, da wo nämlich, er hat gemeint, da wo sein Herz ist und wo die Freundschaften sind, da ist die Heimat. Ne? Da ist seine Heimat. Eure Heimat ist dort, wo euer Herz schlägt, wo eure Freundschaften sind. Und das kann eigentlich überall sein. Und zum Beispiel heute Abend auf unserer Bühne hier in Weimar werden wir wahrscheinlich ganz viele Freundschaften schließen. Und wir begrüßen herzlich Conor und Holger Seltsam. Love is Wish beschreibt die Geschichte, tja, wenn sich einer verliebt und der andere weniger und ja, was dann so draus passiert, wir kennen das alle. Ich habe es dann pointiert darauf, dass die Wünsche eines Liebenden manchmal wie ein schöner, leckerer Kuchen ist. Zu viel verdirbt uns und zu viel tötet uns. Natürlich nur bildlich. Too much will kill you, and too much will spoil you. Sweet,
like Walt Honey. Too much will kill you, and too much will spoil you. Rauskommt und wahrscheinlich Humanly heißt. Ihr habt Real-Time Composing geschrieben in eurer Vorankündigung. Das ist ein sehr interessanter Begriff und da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr dazu wissen, was ihr unter Real-Time Composing versteht. Ja, in Echtzeit die Songs komponieren, beziehungsweise teilweise improvisieren wir ja auch auf der Bühne. Das ist so dann eine Art in live die Songs komponieren, wenn du so willst. Ich meine, es ist ja unglaublich, du bringst unheimlich viel Instrumente auf die Bühne. Also da habe ich ein Sopransaxophon gesehen und zwar nicht ein Sopransaxophon, wie man es normalerweise kennt, mit geradem Ausgang, straight nach unten, sondern nach oben gebogenes. Das sieht sehr schön aus und klingt auch wunderbar. Es liegt natürlich auch daran, wie du das spielst. Dann haben wir ein Tenorsaxophon auf der Bühne gehabt und deine Querflöte. Ja. Und du hattest auch schon mal eine Mundharmonika mit dabei, sagte der Wolle. Ja, bei einem Song hatten wir mal eine Mundharmonika, aber die ist, wo ist die überhaupt? Die liegt irgendwo in irgendeinem Koffer, liegt sie rum. Aber den Song spielen wir sowieso nicht mehr. Oder vielleicht irgendwann mal wieder. Aber es gibt viele Ideen oder viele Instrumente, die ich noch mit auf die Bühne hätte bringen können. Oder die noch anders dazu passen würden. Also ich träume von einer Altflöte, die auch noch ein bisschen tiefer gestimmt ist. Aber im Moment langen uns die drei Instrumente. Ich habe vorhin gehört, dass ihr ein ganz tolles Projekt in der Zukunft plant mit einem Fahrradladen zusammen und der sich auch seltsam nennt und ihr habt davor eigentlich so, ich nenne das ja eigentlich Kunstperformance, also ihr fahrt dann auf Fahrrädern durch die Gegend, also zu euren Auftritten und lasst euch dann fotografieren und filmen, habe ich das richtig verstanden? Sag mal was zu dem Projekt und zu dem Auftritt in Leipzig. Also im Auftritt in Leipzig war eigentlich eher die Intention, da der Laden auch seltsam heißt, das ist ein Fahrradladen inklusive Café.
Und das passt natürlich dann blendend zu uns, ja, zu unserer Fahrradleidenschaft, in einem Fahrradladen ein Konzert zu machen. Unabhängig davon war die Idee, einfach mit Lastenfahrrädern einfach ein Bandfoto zu machen. Wir hatten auch die Idee sozusagen einer Fahrradtour, Tournee. Allerdings ist das relativ schwer zu realisieren, weil die Strecken doch dann kürzer wären und man die Auftrittsorte dann finden müsste, die man nur so alle 80 Kilometer maximal. Und man muss natürlich berücksichtigen, 80 Kilometer Radfahren und abends dann nochmal anderthalb, zwei Stunden auf der Bühne stehen. Das könnte marathonartig werden. Von daher lieber das eher so rumgestalten, dass man das eher mal verwirklicht innerhalb eines Bandfotos. Ja, okay. Den Rest aber trotzdem macht, dass man vielleicht auch mehrere Fahrradläden animieren kann und sagen kann, mögt ihr nicht ein Konzert machen? Also, dass man das so verbindet. Ja, man bräuchte ja eigentlich auch dann noch einen Anhänger, um da das ganze Equipment von euch, so ein Fahrradanhänger. Ja, das wäre schon cool, ne? Aber es hätte was sehr, und das wäre dann auch spannend, dass im Grunde dann auch live oder dass man per Video das verfolgt und dass man daraus dann im Grunde eine kleine Reality-Show produzieren könnte. So ein Tourtagebuch dann. Ne? Genau. Oder halt irgendwo in den Stadt fahren und alles aufbauen mit Solarenergie, die ganzen Anlage betreiben. Das ist auch so ein... Also von mir ist das ein Steckenpferd. Ich habe viel Sonnenenergie schon seit Jahren zusammengebastelt und habe das... Also mein iPhone wird regelmäßig nur mit Sonnenenergie geladen. Okay, sehr schön. Also jetzt noch, was die künstlerische Energie anbelangt, muss ich sagen, dass ihr sehr, sehr fleißig wart. Ihr habt schon zwei CDs rausgebracht, aufgenommen, die letzte im Jahr 2016, also letztes Jahr. Und ihr habt auch Lieder da rausgespielt heute Abend. Und die sind einerseits per iTunes downzuladen, aber man kann sie eben auch wirklich haptisch erlangen. Das macht ja nicht mehr jede Band. Und ich finde das toll, wenn man das noch macht. Also man kann euch kontaktieren. Und jetzt gebt ihr bitte euren Kontakt durch, dass die Leute, die eure Musik cool finden, dass sie das dann auch bestellen können bei euch. www.seltsam-music.de oder bei der großen Suchmaschine einfach seltsam und Musik eingeben, dann kommt ihr direkt auf unsere Seite. Wunderbar. Und ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart. Und ich denke, wir werden uns auch wiedersehen. Vielleicht ja. With the bikes. Auch bei dir. Merci. Weil es einfach wirklich sehr schön war, hier bei dir zu sein. Ja, und wir bedanken uns auch ganz recht herzlich bei Radio Lotte für die Sendezeit und bei Uta Beinecke, die das immer alles so ganz liebevoll vorbereitet und die Termine nach draußen sendet über den Äther, damit alle informiert sind, was denn überhaupt für schöne Sachen hier auf den Bühnen in Weimar und Umgebung stattfindet. Das ist nämlich ganz, ganz wichtige Kulturarbeit, die hier meistens ehrenamtlich geleistet wird. Und ein ganz dickes, fettes Lob an Uta Beinecke. Also in diesem Sinne. Kommst du zu Swamp of History mit Premiere Marlene am Schlagzeug, weil wir haben ja normalerweise gar keinen Schlagzeug. Nur mich an der Gitarre und der nach unten kommt. Du machst ja dann auch mit. Und das passt, glaube ich, auch so. Also, das stimmt. Living Moment. Wir kennen uns zwar jetzt erst noch ein paar Stunden, aber ich habe euch gesagt, Moment, das wird ganz schnell noch. Ja, lange Lebenswege und schön kompliziert. Die hat Marlene auch been born. See
like a secret in the sky. Das war das Radiolotte Mammut Mobilmikrofon. Am Mikrofon und den Tasten war Marlene Schnabel-Marquardt. Tschüss.